Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, heute zeige ich euch, wie ich Insane 16 geschafft habe mit Jojo und Anubis. Leute, ihr wisst ja, ich habe schon länger Insane 16 in Bosskampf gehabt. Heute habe ich Anubis geholfen im Stream live. Leute, wir haben fast 2 Stunden gebraucht von Insane 1 bis, beziehungsweise von Stufe 1 bis 16. Und ja, wir haben auch ein bisschen gechillt, also... Ja, wir haben ein bisschen E-Sports nebenbei geguckt, live on Stream. Nichtsdestotrotz, Leute, schaut das Video unbedingt bis zum Ende an. Lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und das Ding ist, Lars, Sie müssen dann gegen Tribe spielen. Tribe haben Sie schon im letzten Qualifier besiegt. Echt? Mhm. Wie viele Qualifier müssen die Leute noch spielen insgesamt? Ich glaube, es gibt noch einige. Es gibt ja die ganze Saison. Oh, das heißt, du in der HFM hat echt noch gute Chancen, dann sich zu qualifizieren. Das war jetzt gerade echt wichtig, weil es wird ja alles so. Das Bracket wird ja mit Dings gemacht, wie heißt es mal? Mit Seeding. Okay. Weil ich weiß, also das. Die besten Teams, die sich gut qualifiziert haben, die meisten Punkte haben, dass die nicht am Anfang direkt nur gegeneinander spielen. Ja, ja, das genau. Das heißt, wenn die jetzt nochmal irgendwie so klappen, dann ja, haben die echt gute Chancen, nicht gegen Trier-Teams zu facen. Oder die besten. Das gibt ihnen dann nochmal Punkte free. Man könnte den besten Spieler. Jetzt in der Nur dieser Bot ist so motiviert, ne? Yay! Wer spielt jetzt Free Agent Baguette gegen Craze Clan? Ich kenne da gefühlt niemanden. Craze Clan gegen FA Baguette. Wer spielt da? Ich hätte gesagt, also Baguette spielt Alter Joker, Equad und Vakun. Und Craze spielen die Polen. Also Overlord. Spielen die Polen eigentlich gut? Ja. Ja, ja, die sind extrem gut. Die sind, glaube ich, Top 3 oder Top 4 EU gerade. Echt? Was glaubst du, wer gewinnt? Also ich hätte gesagt, die Polen. Weil bis jetzt war halt bei Baguette und Familie immer schwierig. Ich weiß nicht, ich habe immer Familie geschaut, wo die in Scrims sind, so echt stark spielen. Okay. Verfolgst du das in den Scrims auch? Oder? Ja. Also, du redest ja immer mit Lars, ne? Ja, mit. Ja. Weiß nicht. Ja, ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube, Craze ist Favorit. Aber das haben wir gesehen, wie viel das heißt. Ja, Eggwalk war immer so auch so Ladder-Spieler, ne? Der hat einen E-Sports, hat er schon irgendwas gemacht, viel? Turniere. Aber warum ist er dann raus und ist mit wem anders? Junge, ich hab 35 Cubes. Weil die aus Big raus sind. Achso. Also der Vertrag aus Ende und. Ich hab aber 37 Cubes. Ja. Der war noch 17k AP. Schieß mal raus, dann ist er down. Ja, ich mach 15.000. Wie schade machst du? 5.467, Bro. Wie viel? 1467? 5.467. Ja, also 10k und 2. Bei welchem Level seid ihr? Keine Ahnung. 11.
Ne, 12 ist das, ne? Wir haben 12 fertig. Wir sind bei 13. Ja, jetzt sind wir bei 13. Ja, wir haben. Insane 13, Leute. Noch 3 Levels. Übrigens, Leute, haben wir auch fast die 200 Likes auf dem Stream voll. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle mal auf den Like-Button klickt. Noch 30 Likes, dann haben wir die 200 voll. Du glaubst, die Polen gewinnen? Die bis jetzt auch immer, die haben sogar letztes Mal bis Chaos gehabt. Also sagst, man kann's nie wissen. Sagst du, diese Worlds werden auf jeden Fall viel interessanter wie letztes Jahr? Ich habe letztes Jahr eigentlich auch gedacht, dass es interessanter wird, dass es interessant ist, aber ja, am Ende erzählt halt alles. Da waren die Teams eindeutig, ne? Ja. Also SK. Das liegt nichts oben. Stimmt, ja. Aber dieses Jahr können noch mehr EU-Teams rein, oder? Aber ich finde 5 voll viel eigentlich. Ja, 15, aber dafür haben wir auch mit Abstand mehr Anmeldungen. Es gibt ein paar, die melden sich für die Qualifying mit 30 Teams an, so einer Region. Ja, lass wir uns da auch mal anmelden, dann du bist bei Asien oder so. Ja, aber da müsst ihr halt gegen Seta natürlich. Aber Seta ist, glaube ich, ein bisschen Next Level, so, ne? Da hättest du keinen Shot auf die, so. Ja, lass du mal. Was ist Brasilien? Ist die einfachste Region. Ja, aber die spielen jetzt auch sehr Region. Also lass ab nach Brasilien. Ich denke, dass Russland die einfachste Region war. Ja, Russland darf doch nicht mehr mitmachen. Ja, jetzt nicht mehr. Aber lass Brasilien gehen, dann du bist free. Ich glaube, dass die China-Region auch sehr ähnlich ist. Ja, sehe ich da schon drin, in Brasilien zu spielen. Ja, aber da, die haben auch ein paar ziemlich gute Spieler. Ja, aber ich glaube, so vom Skill her, von den ganzen Teams, ist Brasilien am schwächsten. Ja, nein, China ist am schwächsten. Ja, aber da kannst du ja nicht spielen. Ja, in deinem eigenen Server. Oder nicht? Ja, du kannst Brasilien kannst du auch nicht spielen. Doch, natürlich, wir können auch gegen Brasilien facen und alles im Ladder auch. Nein, doch. Nein, wir können nur Afrika noch facen. Aber Russland konnten wir facen, obwohl Russland eigene Server hat. Ja, aber jetzt haben die einen eigenen Server, den man durch. Aber wie qualifizieren die sich denn einfach? Die müssen ja gar nicht spielen dann, oder was? Gefühlt. Natürlich, ich spiele halt gegen die Leute aus dem Server. Das ist ja voll unfair. Wo Mobile eben auch sehr. Ja, lass doch mal qualifizieren da. Ja, aber da musst du Resident Team sein. Ja, ich zieh da hin für Brawl Stars. Ich hoffe, Brasilien CBM ist gut auf YouTube. Wobei, ich weiß gar nicht, wie das bei YouTube ist. Ich glaube nur. Wie du deine Videos machst und da zählt der CPM. Das heißt, wenn ich englischen Content machen würde, ist mein CPM gefühlt doppelt so hoch. Das macht ja Alba, der macht türkischen Content, obwohl Content, weil ja, aber sein CPM ist aber auch sehr viel runter, weil er auch sehr viele türkische Zuschauer hat. Die Türkei hat einen sehr lowen CPM, aber das leicht sich ja, easy. Der ist der niederländischen CPM. Nein, ich glaube, der kriegt den türkischen. Glaube ich zumindest. Es wäre ja lost, wenn ich jetzt nach. Ja, aber das ist ja. Ja, aber nee, ich glaube nicht. Das ist ja lost, weil sonst ziehe ich nach Amerika, mach Content und dann habe ich deutschen Content, aber habe amerikanischen CPM. Das ist Quatsch. Nein, das geht nicht. CPM ist immer, glaube ich, auf diese Sprache, wo du Video machst. Nein, die Sprache, wo du dein Video machst, ist das CPM. Ja, dann ist das halt Mischpunkt. Nein, glaube ich nicht. Dann ziehst du nach Amerika und dann hast du einen doppelten CPM.
Weil Amerika die besten CPM hat auf YouTube. Das macht keinen Sinn. Ja, CPM in Amerika ist doppelt bis dreifach so hoch wie in Deutschland. Du kriegst einfach das Dreifache für ein Video. Guck mal, was geht der denn so ab? Ich kann aber jetzt nicht mehr tanken, weil das kommt zu viel. Nein, nein, ich kann das tanken. Ja, aber ich weiß nicht. Muss halt ich den Boss dann aber drei Schüsse lernen. 6000. Einfach den drauf, das sind drei Schüsse bei dir. 2, 3, fertig. So, let's go, Leute! Ich glaub nicht mehr. Ja, du musst auch mal carryen für deinen Insane 16 hier. Ich und Joey haben schon Insane 16. Ja, ja. Nee, ich bin gebrochen von dem 10 Minuten lang Auto-Aim drücken die ganze Zeit. Ja, ich drück schon seit 1,5 Stunden nur Auto-Aim. Wobei, bei Bell drückst du eigentlich auch nur Auto-Aim. Dry Season. Ja. Muss los, hau rein, Lucini, was geht? Ciao, ciao. Leute, schreibt mal in den Chat, habt ihr schon diesen Pin oder habt ihr den noch nicht? Also gibt es noch Leute, die da noch am Punkte sammeln sind? Oder habt ihr die meisten alle schon oder sammelt ihr die nicht? Ich muss immer dran denken. Ich krieg nie Pin-Pakete im Shop. Mir fehlen noch voll viele, aber ich hatte nur so einen einzelnen Pin. Ich hatte keinen Epic-Pin. Hast du schon alle Epic-Pins? Nein, mir fehlen irgendwie noch so 60 epische. Ja, aber ich krieg gar keine mehr, weil ich alle habe seit 100 Jahren. Ich kann die noch nicht mal einen Pass öffnen. Dein Pass ist ja normal. Dann hole ich mir meine Megabox. Ich hab dafür Megaboxen geöffnet. Nicht nur einen. Ja, wenn jetzt bald nicht mal ein neuer Brawler kommt oder so, weiß ich auch nicht. Und wir haben einfach schon 18 Uhr, ich habe nichts gemacht den ganzen Tag schon wieder. Ja, so. Geil. Guck, Joey, vielleicht gewinnen wir auch jetzt einfach, weil ich eine bessere Belle spiele. Ich hab Upgrade Gold, ich bin nicht einmal gestorben in dem Spiel, hab permanent Damage gemacht. Ja, aber ich jetzt bei Opel gestorben. Den Damage, den du im ganzen Game machst, den mach ich im Late Game mit einem Schuss. Du. Weißt du, mir braucht es das schwieriger als mit Bell. Ja. Ja, wir können auch zusammen immer die Roboter töten, ne, Joey? Ja. Und wir rennen zusammen. Ich hier dich irgendwie die ganze Zeit, dass du irgendwie plus 6 KHP hast. Ich hab hier 2. Ja, wir töten welche. Ich meine, es lohnt sich eh nicht für uns, Damage zu machen an dem Roboter gefühlt jetzt mehr. Wenn wir die Viecher. Ich denke, wenn wir die Viecher weghalten, ist besser, oder? Ja, ja. Wenn der Bot Gordon ist, kann er den gar nicht mehr. Wenn er was? Wenn der Bot Gordon ist. Das weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, weil Gandhi war einfach Torschlag mit 16 KHP. Ja, ich weiß. Aber das ist halt die Frage, wie sehr muss ich jetzt beeilen? Das ist eine gute Frage. Joey, wir müssen die Viecher wegziehen. Ich bin tot, Lani, tatsächlich. Oh. Hier unten ist noch ein Cube. Wir versuchen uns jetzt halt so bei Anubis ein bisschen zu bleiben.
halt. Ja, versucht die Viecher einfach zu töten. Die ganze Zeit zu heilen. Nein, okay. Das ist wie wenn du Max Gears, Max Shield hast. Oder Zweier oder Einser, das macht keinen Unterschied. Eigentlich ist man bei Anubis, ne? Ne, ich spawn bei dir. Ich werde dich slowly sogar. Was? Ich hab die geslowt. Ich zieh die weg von Anubis. Ja, ich spawn jetzt auch bei dir. Anubis hat 43 Cubes, Alter. Aber Anubis ist echt gut drin. Das ist schlimm. Wir sind ja noch zwei. Let's go. Sehr gut, Anubis. In 10-16! Leute, haut mal einen GG's in den Chat rein. Sehr, sehr nice. Hat er es jetzt? Jawoll!